Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer freshen neuen Folge Minecraft in der Awesome Allee mit Ben und Elina. Und wir holen mal den Ben ab, denn wir haben heute was richtig Cooles vor. Wir werden heute Ärzte sein. Dafür machen wir unsere eigene Arztpraxis auf. Und Ben, oh mein Gott, das Haus sieht ja hier katastrophal aus. Das geht gar nicht, Leute. Ben ist schon da hinten, ich sehe ihn. Ben, guten Morgen! Jo, Elina, du sollst aufhören, in mein Haus zu laufen. Ja, mache ich irgendwann mal, wenn du eine Klinge hast. Sag ich dir immer wieder. Auf geht's. Wir haben uns schon so ein Geschäft geholt. So, hier geht's durch. Zack. Ben, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Komm, ja, schnell, wir müssen jetzt... Ich bin gerade erst aufgestanden. Oh ja, willst du ein Eis haben? Hier, ich will mein Auto haben. Ja, das... Keine Ahnung, das wurde schon wieder geklaut. Diese Stadt ist echt verdammt kriminell, Leute. Also passt auf in der Awesome Allee. TNT liegt hier einfach so rum. Wir haben nämlich hier in dieser Straße... Wie heißt die Straße, Ben? Keine Ahnung. Haben wir hier eine Arztpraxis uns gekauft, leerstehend, ohne Möbel. Jo, hier gibt's einen Burgerladen. Wo? Konkurrenz? Ja. Wo? Sieht aber nicht sehr cool aus. Jo, hier sind Spinnenweben im Lagerraum. Na, hier würde ich nicht essen gehen, auf jeden Fall. Oh, hier ist es, glaube ich. Ja, genau, hier. Hier ist eine Kiste für uns. Ben, wo bist du? Warte, ich habe mich verlaufen. Ja, komm her. Andersrum, andere Richtung. Hatta, hallo. Hallo. Und das hier ist unser Raum. Ich habe mir schon was überlegt. Aber als erstes würde ich sagen, müssen wir hier die Wände einmal machen. Das ist ganz wichtig. Die Wände müssen gemacht werden. Hier haben wir so einen kleinen Raum hier, um uns immer ein bisschen weiterzubilden mit tausenden von Büchern. Hier ist, glaube ich, ja, hier ist eine Toilette. Ja, braucht man auch. Und hier ist noch so ein... Ah ja, hier ist so ein Behandlungs... Ah ja. Mhm. Okay. Ich würde sagen, wir machen hier noch so einen abgeschotteten Raum. Ungefähr, ich grenze das mal mit TNT ein. Hier. Ich glaube nicht, dass das so klug ist. Hier ist dann der Scheitelpunkt. Und, boah, das klang voll clever. So, Ben, gib mir mal die hellgraue Wolle. Wir machen hier jetzt erstmal die erste Wand, bauen wir ein. Zack, zack, zack. Bis hierhin. Dann machen wir die hier ganz hinten. Hier, ich kann dir auch noch mal ein paar Wollblöcke geben. Dann kannst du mal ein bisschen weiter bauen. So, und dann haben wir hier die erste Wand. Oh nein, die Kiste ist im Weg. Aber was soll das für ein Haus, für einen Raum werden überhaupt? Das wird das Wartezimmer, würde ich vorschlagen. Moment, das hier, das kann auch weg. Was ist das hier eigentlich? Keine Ahnung. So, das wird das Wartezimmer. Stühle haben wir auch. Bam, 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 bam. Dann kann man hier noch so eine Sitz... Oh, den habe ich aber schräg gebaut. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Zack. Erstmal Pause. Erstmal Pause, genau. Was haben wir denn hier noch so rum? Ein Schirmständer. Ein Wasserspender muss da auf jeden Fall rein. Oh ja. Kannst du hier nochmal Wolle hier reinbauen? Ja, natürlich. Oh. Achso, ich habe ja selber Wolle. Auf der Wasserspinne, der kommt hier direkt in den Eingang. Und daneben, da kommt dann der Schirmständer. Mülleimer, glaube ich, brauchen wir auch noch. Oh, das ist immer... Meinst du, wir brauchen einen Mülleimer? Ja, für seine Taschentücher, wenn man eine heftige Grippe hat. Ja, stimmt, aber wir haben keinen... Oder er macht einen Stuhl weg. So. Boah. Da würde ich es aber anders machen. Ja. Warte. Da würde ich den hier machen. Und die Ecke freilassen. Oder wir packen da noch so einen kleinen Tisch hin, wie du schon gesagt hast. Ja. Haben wir einen Tisch? Nee, kein so einen kleinen. Warte, ich glaube, ich habe einen. Ja, hier. Yeah, da können wir eine schöne Tulpe aufbauen. Ja, das ist mega schön. Okay, ein Bilderrahmen oder sowas. Das ich glaube, ein Baseballschläger. Ja, das meine ich jetzt nicht. Kannst du mir noch einen Bilderrahmen malen? Hast du einen beim Flohmarkt gekauft? Ich und malen? Ja, du und malen. Du bist doch ein Profi, du bist... Ein Künstler bist du, Ben. Oh, das ist so gut. Das gefällt mir auch nicht. Oh, das passt eigentlich, ne? Was? Wir wollen doch unsere Patienten hier nicht verschrecken. Ja, aber ist doch ein... Oh ja, perfekt. Oh jo, 3 Meter groß.
weiß nicht, ich finde es ohne Bild cooler, muss ich ehrlich sagen. Was stimmt, dann ist die Wand... Oh, das sieht eigentlich cool aus, oder? Sieht gut aus, sieht ja auch mal irgendwie. Da fliegen die Bilder durch die Gegend. Oh ja, das ist schick. Schick! Geil, wir haben den ersten Raum, haben wir fertig. Dann würde ich sagen, wir machen das hier, machen wir weg. So, zack. Hier kommt nämlich die Anmeldung hin. Das könnten wir ja mit Stufen machen. So, zack, zack, ja. Zack. Ja, aber dann... Dann hier. Ach so, ah. Oh. Zack. Ich wollte gerade sagen, da kommt man ja gar nicht ins Bad, aber so passt. So, zack. Und dann hier so rum. Passt. So, dann haben wir hier noch... Ja, man braucht aber einen Eingang noch, ne? Stimmt, ja. Die machen wir, glaube ich, hier hin. Damit man immer schön hier zum Behandlungsraum rein kann. Falls ein Notfall ist oder sowas. Hier haben wir Bürostühle. Da muss auf jeden Fall mal der Computer hin. Oh. Ja, genau. Der Computer, der kommt hier hin. Wir haben noch einen Drucker. Drucker. Da, Drucker. Haben wir hier auch. Wir haben sogar zwei Computer. Zack. Ja, genau. Den kannst du hier an die Ecke packen. Ich könnte so machen. Nee, das ist ein Computer fürs Behandlungszimmer. Ach so. Zack. Also hier so ein nochmal. Oh, ey. So. Ja, genau, so ein nochmal dahin. Ja, perfekt. Okay, die Anmeldung, die haben wir auch. Wir können da noch was Schickes hinmachen. Hier so, sowas hier zum Beispiel. Zack, zack, zack. Ja, stimmt. Damit man hier nicht seine Notizen immer vergisst. Und das hier. Ah, das ist so eine Lampe. Ja, die hätte eigentlich ins Wartezimmer gemusst, aber wenn wir so... Wir haben keinen Platz mehr. Ja, das ist eine Stehlampe, ne? Nee, oder... Nee. Das sieht komisch aus. Stimmt, die sieht aber an der Decke aus. Kann ich die nicht platzieren. Die sieht echt hässlich aus. Ich glaube, das ist für die Decke, oder? Lassen wir das lieber. Oh, ja! Ja, unbedingt! Hier kommt auch noch ein Behandlungszimmer herein. Oh ja, das ist eine gute Idee, Ben. Das mache ich jetzt auch. Das klaue ich. Ich habe es auch geklaut. Von wo? Ja, von den anderen Türen. Ach so. So. Hier fehlt Glas, den kann man einfach raus und rein. Oh. Nee, das Fenster ist offen. Ah, ja. Cool. Beginnen wir einmal mit dem ersten Behandlungszimmer. Dann machen wir hier mal dieses klassische Doktoren-Dingster-Bumster. So, dann hier ganz viele Schränke. Dann haben wir... was können wir hier noch reinbauen? Moment, wir können das bis hierhin zu Ende führen. Dann können wir hier so einen Bürostuhl hinmachen. Hier... Oh nein, mein PC ist mir auf den Boden gefallen. Nein, so. Der gute PC. So, hier kommt dann so ein PC hin, so um zu checken, oh, was ist denn hier los? So, boah, Ben, guck mal. Halt dich fest. Zack! Jo! Ist ja mega cool. So. Minecraft-Kopf. So, und hier kann man so ein... Oh, cool! Nur noch, haben wir noch eine Liege oder ja, was? Daran habe ich auch gedacht. Eine Liege, das wäre schon gut. So, hier so ein... Boah, das sieht auch mega cool aus. Warte, ich habe noch was. Oh, hier. Hm? Pass mal auf. Yeah! Geil! Sieht das immer anders aus? Nee, ich glaube nicht. Was soll das sein? Ach, ein Creeper ist das, oder? Echt? Könnte auch eine Hand oder so sein, oder? Keine Ahnung. Weiß nicht. Moment, hier können wir... Da ist eine Kuh drin. Stimmt. Wie kommt diese Kuh da rein? Was ist hier drin? Keine Ahnung. Gar nichts. Gar nichts. Okay, dann lassen wir die Kuh hier mal stehen. Hast du eine Liege finden können? Warte. Boah, guck mal. Bam! Oh, das habe ich schon mal hier hingebaut. Hoppla, du hast nichts gesehen. Ich weiß nicht, ob wir eine Liege haben. Yo, ich kann da noch einen Spiegel reinbauen. Oh, wie cool ist denn ein Spiegel, Alter? Eine Holzliege, aber das ist ja nix. Nee, das ist nix. Das ist nix. Gartenfeeling. Sommerurlaub. Oh Gott, wie liege ich denn hier drauf? Nee, das ist... Oh nein! Oh Gott, ich häng fest, Elina! Oh, jetzt. Zack.
Ich hätte dann eine andere Idee. Oh. Hi. Hi. Hallo. Ja, ich würde sagen, das ist fertig, das Zimmer, oder? Ja, das passt. Auf ins nächste Zimmer. Let's go. So, sammeln hier mal auf. Staubsauger, wenn der Staubsauger. ja, Moment. Ich habe hier ein kleines Problem, Ben. Ich habe hier ein Loch reingebuddelt. Das wurde, ja, danke schön. Danke. So, hier, zack, wieder den Klassiker reinbauen. Ui, ich muss niesen. Doch nicht. Ja, Sonntag, ah nee. Boah, ey, wir haben wirklich die coolste Arztpraxis, die es jemals auf der Welt gegeben hat. Ich hab hier noch was Cooles. Hier. Boah, cool. Mega geil. Hörst du das? Ja, ich hab das Gerät angemacht. Was? Oh mein Gott. Wie geht das wieder aus? Oh, Delina! Es macht immer noch Geräusche, es ist ein Geistergerät! Nein! Oh, der Patient ist gestorben! Nein! Oh nein, ich hab's nicht angemacht! Ich hab drauf gedrückt, ich wollte da gerade was platzieren! Hoppla, gehen wir einfach wieder weg. Okay, jetzt kommen wir zum Badezimmer oder zum, ja, zur Toilette, Leute. Ja, war mal hier, so. Ja, wunderschön, dann machen wir das. Fertig. Press G. Und da macht's hier, damit er gar nicht aufsteht. Moin, Nina. Hier, damit man gar nicht aufstehen muss. Oh ja. Was hat denn ein WC noch? Eine Tür auf jeden Fall. Wir brauchen Türen, Ben. Du kannst doch so nicht die Toiletten lassen. Ach so. Boah, hätte ich jetzt so gelassen. Boah, cool. So. Boah, ey, die Toiletten, die sehen echt cool aus. Na, Mülleimer brauchen wir auf jeden Fall. Oh ja, ich hab einen. Alter. Ben, du trägst einen Rock. Ich trag keinen Rock. Das ist ein Waschbecken. Ach so, modisch. Ja, das ist die neue Kollektion. Lavaschbecken. Neues Merchandise. Bam! Yeah! Okay, unsere Arztpraxis ist fertig. Boah, ey, das war so anstrengend, da muss Ben auf dem Boden liegen. Erstmal schlafen, hey! So, hier können wir dann irgendwann mal arbeiten. Oh ja, Leute, ich bin schon so gespannt. Falls euch die Folge hier gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich würde mich riesig freuen. Lasst doch unbedingt ein Abo da. Darüber freue ich mich umso mehr. Und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, morgen Abend, was ihr auch gerade so treibt. Und haut rein, Leute. Tschüss!